Ja, Tobias, Ja, Jörg, grüß ein dich. fast ganzer Tag liegt hinter dir Haben wir es geschafft. und jetzt wartest du auf Gäste. Wie ist das, wenn man so wartet, so als Moderator? Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Ja. Nein, macht keinen Spaß. Also warten macht keinen Spaß. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch. Insofern macht es überhaupt keine Freude. Wir haben zwar die Links geschickt, aber die Leute werden schon kommen. Sie wollen ja ins Fernsehen. Okay, und wen erwarten wir zur letzten Session? Wir erwarten Dr. Christoph Degen, wir erwarten Petra Träg und Immo Gatzweiler. Und Drei echte Cracks, wenn es um das Thema Stiftungsvermögen geht. vielleicht ein kleiner Rückblick über den ganzen Tag. Was waren für dich die Highlights? Highlights war für mich ganz klar die Diskussion zum Thema ESG. Highlight war für mich die Aussage, dass Stiftungen einfach breiter diversifizieren müssen. Da waren zwei, drei tolle Sachen mit dabei. Thema Anlagerichtlinie haben wir richtig schön rausgearbeitet. Und insgesamt dieses ganze Thema Stiftungen löst euch von dieser Jahresdenke, macht's langfristig, denkt in 30-Jahres-Zyklen und löst euch einfach von diesen Corona-Crashs und was weiß ich nicht alles. Macht euch frei davon. Ja, so die digitale Umsetzung hier gemeinsam mit uns von Stifter TV, war das eine gute Erfahrung? Also, Danke. natürlich war es toll. Schnitt. Nein, natürlich war es toll. Ich habe natürlich meine Erwartungen gehabt, aber war wirklich richtig gut. Professionelles Setup. Ich fühle mich total wohl hier im Studio bei euch Kannst du allen den und Fuffi gerade direkt wegtun, damit es keiner gebe ich sieht? dir rüber. Ja, wir Nein. freuen uns drauf. Ein spannender Tag, wirklich tolle Sachen. Kann es bestätigen, ich darf es ja sagen, ich darf ja Lob aussprechen für eine tolle Moderation, Das darfst du. tolle Themenauswahl für den VTFDS 2020.